Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Bastel-Oase. Mann, oh Mann, ist das kalt draußen bei euch auch. Oh, wir waren eben mit den Hunden und mussten aufpassen, dass unsere Hunde nicht wegfliegen. Das ist ja so windig hier oben bei uns im hohen Norden. Ja, jetzt bin ich wieder reingekommen und es ist hier schön kuschelig. Und ich habe jetzt noch zwei tolle Teelichter, die ich gemacht habe. Und eins will ich mit euch zusammengestalten. Und zwar folgt jetzt bei mir auf dem Kanal die Serie Stamping Up Upcycling. Und zwar kann man ja ganz toll Sachen wieder benutzen und gestalten und ganz tolle Projekte draus zu machen. Und das zeige ich euch mal. Das ist das erste Glas, was ich gestaltet habe. Ich finde das richtig, richtig toll. Und das ist das zweite Glas, was ich gestaltet habe. Und hier habe ich noch diese Ringe, die gibt es hier auch bei... Mal gucken, so könnt ihr das besser sehen. Diese Ringe gibt das hier auch bei Stamping Up. Und da habe ich den Hirsch raus ausgestanzt und daran befestigt. Und hier so festgemacht und ich finde, das sieht einfach richtig, richtig schick aus. So, ich mache dann nochmal das Licht an, damit wir auch hier was sehen können, beziehungsweise ihr was sehen könnt. So, genau. Und ich habe dafür jetzt benutzt, und zwar einmal dieses Stanzteil-Set vom Nordpol. Da ist ja dieser tolle Hirsch drin, ne? Das ist ja, der ist so klasse, und das ist der, den ich jetzt hier eben halt an diesem Licht, an diesem Ring befestigt habe, und der hat hier auch noch so eine Prägung drin, die wird automatisch mitgestanzt. Das finde ich total schön. Und ich habe das Stanzset so viele Flocken benutzt. Das besteht ja aus zwei Bögen, sind da drinne, und da habe ich dann diese kleineren Stanzen genommen und die Schneeflocken damit ausgestanzt. So, und wir werden jetzt eins machen, und das, also ich habe hier als Grund bei diesen anderen beiden als Grund eben halt Flüsterweiß genommen, und das dritte Glas wollte ich gerne mit Designpapier machen, und da habe ich mir denn aus dem Designpapier Schneeflockentraum habe ich mir dieses Papier ausgesucht. Das bekommt er ja in 30,5 x 30,5 cm, dieses Set. Und da habe ich mir jetzt ein Stück rausgeschnitten. Und als Grund habe ich diese Gläser benutzt. Und diese Gläser, da war eine Nougat-Creme drin. Und mal ganz ehrlich, das ist doch viel zu schade, die wegzuschmeißen. Und die lassen sich so tolle gestalten. Dann habe ich eben halt, also wenn ihr die auch, also wenn ihr Gläser gestalten wollt, ich habe das so gemacht, dass ich einmal mit dem Maßband einmal den Umfang gemessen habe und die Höhe gemessen habe. Und danach habe ich dann das Papier geschnitten. So, da habe ich jetzt diesen Designkarton genommen und geschnitten, und mit dieser Lochzange habe ich jetzt überall so ein paar Löcher reingestanzt, so dass das eben halt lichtdurchlässig ist. So, dann habe ich mir noch als Deko eben halt so eine Kugel rausgesucht, die hatte ich noch, die befestige ich jetzt hier einfach mal. Ich habe hier in der Mitte irgendwo ein bisschen höher gemacht, so, da schiebe ich das jetzt durch. Und werde das jetzt hier verknoten. Noch ein anderer Faden. Ja, das ist ja so mit Faden und so, das ist ja nicht so meins.
Schatze. Ja. Magst du mir vielleicht mal meine Brille geben? Die habe ich jetzt gar nicht aufgesetzt. Ja. Wenn man älter wird, ist man beides. Ich bin zurzeit, ich brauche zum Weitsehen eine Brille und ich brauche zum Nahsehen eine Brille. Aber ich habe mal gehört, irgendwann soll das sich auch wieder ausgleichen. Dankeschön. So, klappt das doch gleich besser, wenn man ein bisschen mehr sehen kann. So, genau. Das habe ich jetzt da dran gemacht. Und jetzt mache ich doppelseitiges Klebeband hier an der Ecke zusammen. Das Glas ist auch nicht ganz gerade hoch, also es ist unten, der Umfang unten ist ein bisschen schmaler. Deswegen wird das jetzt so ein bisschen schräg raufgeklebt, aber mich stört das nicht. So, dann geht das einmal hier rum. Und wie gesagt, jetzt ist das eben halt hier hinten so ein bisschen schräg aufgeklebt. So, jetzt kommen wir nochmal zu der Verzierung. Da habe ich mir dieses Band rausgesucht. Das ist, Moment mal, Brille wieder auf. Ich habe die falsche Brille, deswegen habe ich mich gewundert, wieso ich da nicht durchsehen kann. Schatzel, das ist meine Weitsichtbrille. Und ich habe schon gewundert, denkst du, ist meine Augen jetzt besser geworden, dass ich durch diese Brille nichts mehr sehe? Ja, ich habe ja zwei Brillen, aber die sind beide, haben fast beides die gleiche Farbe, deswegen kann man das mal schnell... Ich kann nichts sehen, wenn ich die andere habe. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, wie schön. Ich sehe wieder was. So, das, wie gesagt, das ist das Band von Stamping Up und das ist so ein Polyesterband. Hat das jetzt auch so... Genau, das ist ein Metallic Netzband. Da sind 9 Meter drauf. Also da kommt man richtig gut mit aus und ich finde, das kann man sehr schön so drunter machen. Da mache ich jetzt mir für... Einmal rundherum doppelseitiges Klebeband. Das ist dieses auch von Stamping Up. Das kann man so mit der Hand abreißen. Das finde ich total gut. Dann braucht man nicht immer noch eine Schere zusätzlich in der Hand haben. Ja, und das ist ja sowieso mein Tool, was ich sehr liebe, weil man damit eben halt gut die Trägerfolie abbekommt. So, und jetzt kommt das Band darum. Setze ich einfach auf. Ja, und so mache ich eben halt dieses Jahr unsere gesamte Deko, mache ich selber. So. Genau, und ist das dann einmal rum. Und dann habe ich mir noch ein Stück Silberband rausgenommen. Und da mache ich jetzt auch noch mal Klebeband drauf. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so macht jetzt in dieser dunklen Jahreszeit und wo wir ja alle angehalten werden, keine Kontakte zu haben und möglichst zu Hause zu bleiben. Und es würde mich mal interessieren, was ihr so an Hobbys habt. Also ich mache das ja eben halt, dass ich eben halt ganz viel bastel. Dann habe ich noch eine Nähmaschine und eine Stickmaschine. Da will ich jetzt auch bald rum. Also wir haben jetzt hier auch ein bisschen umgebaut. Es gibt jetzt auch demnächst noch mal die Roaming-Tour. Könnt ihr mal sehen, wie unser Bastelzimmer hier alles so aussieht. So, hier mache ich jetzt das Band rum. In der Mitte.
So, und so sieht das jetzt schon aus. Ich finde, das ist schon richtig schön. Und nun habe ich mir noch diese Sterne ausgestanzt mit diesem Stanz-Schablon-Set, was ich euch schon gezeigt habe. Das ist ja dieses, wo habe ich das denn jetzt hingepackt? Ach ja, nehmen wir das so lange. So viele Flocken. Also das ist wirklich, also das, ich habe das jetzt gerade erst gekriegt. Ich habe mir ziemlich spät jetzt diese Weihnachtssachen bestellt und ich muss sagen, das ist so toll. Man kann da wirklich die Sterne überall dekorieren. Das ist so toll. Auch dieser große sieht ausgestanzt richtig schick aus. Also ich kann euch das wirklich empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr was bestellen möchtet, dann schreibt mich einfach an. Hier unten findet ihr meine E-Mail-Adresse. Und dann sage ich euch, wie das geht mit dem Bestellen. Und alle, die ja auch bei mir bestellen, kommen ja auch bei mir mit in die Losbox. Vielleicht mögt ihr auch das Video euch angucken mit der Verlosung. Ich verlose dann nämlich ein ganz tolles Stempelset. Und noch eine Überraschung, die ich natürlich noch nicht verrate. Es lohnt sich auf alle Fälle mitzumachen. So. Genau, und man sieht das jetzt auch gar nicht mehr hinten, dass das so ein bisschen schräg ist, wenn das alles so dekoriert ist. So, nun habe ich ja die Sterne so da drauf gemacht. Sehen so, könnt ihr das gut sehen. Ich finde, das sieht so schick aus. Und jetzt mache ich auf die Sterne nochmal so Glitzersteine. Das so richtig schön funkelt. So sind die ganzen Schokocreme-Gläser toll benutzt. Und man kann das ja auch, es ist ja jetzt nicht festgeklebt an dem Glas. Also nachher zum Frühjahr her, dann ziehe ich das einfach unten runter und mache das dann Richtung Frühjahr für den Balkon. Und so kann man die Gläser ja auch immer wieder benutzen. So, hier ist die Schleife wieder aufgegangen. Oh, ich und Schleifen. Vielleicht habt ihr da mal einen Tipp für mich. Das ist für mich immer... So. Ja, doch, das geht. So, und nun sind jetzt nochmal auf den Schneeflocken so kleine, schöne Glitzersteine. So. Dann habe ich ja diese Teelichter. Die gibt es ja jetzt im Moment überall zu kaufen. Die sind sehr schön, weil die dreht man auf. Die haben dann zwei Batterien drin. Also die halten auch ziemlich lange. Ich habe die jetzt in meinem Kamin, den ich gemacht habe. Diese Kaminbox da, die haben wir jeden Abend an. So. Ich mache jetzt nochmal das Licht aus, damit man das nochmal sehen kann. Und so funkelt denn das da durch. Und schon hat man wirklich eine richtig schöne Dekoration für wirklich ein paar Cent. Und sieht doch richtig edel und schick aus. Oder was meint ihr? Also mir gefällt es richtig gut. Na gut, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Nummer 1 aus der Serie Stamping Up mit Upcycling. Ich habe noch andere Ideen, habe ich schon mehr zurechtgelegt und werde immer zwischendurch mal so ein Video kommen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und ganz liebe Grüße, Andrea aus der Bastel-Oase.